Name Wolfgang Kummer, bin ehemaliger Nationalspieler, lange bei der DEG in Neu-Rosenheim aufgewachsen auch, viermaliger deutscher Meister, Olympiade gespielt, Weltmeisterschaften dabei gewesen und jetzt seit 11 Jahren bei der Firma Schanner aktiv und betreue neben den Händlern auch die Profis aus ProDep, deutschlandweit, österreichweit. Und hier bin ich hier in Fürstenfeldbruck beim Andi Trautner und ich teste die ökologische Eisfläche und auf den ersten Eindruck sehr, sehr gut. Die Eisfläche an sich fühlt sich anders an, aber nach einer Zeit, nach einer Weile kommt man da ganz gut rein und das ist ein optimales Trainingsgerät und empfehlenswert für alle Nachwuchsspieler. Das Stickhandling muss ich sagen, optimal. Das ist 1:1, das gleiche Feeling, das gleiche Gefühl auf dem Eis wie jetzt hier auf dem ökologischen Eis und somit muss ich sagen, ein ideales Trainingsgerät im Nachwuchs, genauso wie im Inline-Bereich, also absolut top und profi. Ja, da ist eben der Vergleich vom Inline in der Sommerzeit aufs Eis rübergebracht, ist das natürlich optimal und ein besserer Untergrund vom ökonomischen Eisfläche auf das herkömmliche Inline-Hockey, weil doch der Boden wesentlich grippiger ist und eisneutraler und besser ist, wie jetzt die herkömmlichen Böden, wo es halt immer beim Inline gibt. Ja, ich will jetzt also gerade mit der Steffi das Puckhandling ein bisschen ausprobieren, ein bisschen das Gleiten auf dem Eis, obwohl es auch die kleine Eisfläche ist, aber ich bin da sehr positiv, gebe ein bisschen Schüsse dann eben auf die Steffi ab und dann lasse ich mich positiv überraschen, wie gut das Eis funktioniert. Ich werde das im Sommer auch auf jeden Fall beim Andi noch weiter nutzen. Ist auf jeden Fall ein super Training für die Sommerzeit und Vorbereitung auf die neue Saison. Also ich bin absolut positiv überrascht. Gerade ist der Einstieg, wie am Anfang schon gesagt, war ein bisschen ungewohnt. Das Eis war ein bisschen fremd für mich. Aber jetzt nach einer Zeit, nach 10, 15 Minuten, wird das Eis einfach wärmer, fühlt sich dem Ganzen einfach wirklich naturgetreu an. Und ich muss sehr gut, also die ganze Laufbereitschaft und der Laufeinsatz auf dem Eis, das Feeling war einfach da. Und das ist eigentlich das Schöne und das Positive, was man rausheben muss hier an der ökologischen Eisfläche. Und das ist einfach ein Riesenvorteil dem Mitbewerber gegenüber.